Jungfrau, herzlich willkommen, Jungfrau. Tolle Nachrichten, tolle Aussichten, tolle Kooperationen erwarten. Ich muss vorsichtig sein mit der Kerze hier. Erwarten unsere Jungfrau. Jungfrau, wir wollen mal schauen, was ist die Message im Hier und im Jetzt für dich, auch für die ältere Generation, okay? Wow, diese Karte ist vorhin schon mal rausgeflogen. Ja, ich habe sie eingesammelt, gemischt und sie kommt wieder raus. Warum? Wenn wir von dem Pagen der Schwerter reden, in Verbindung mit deinen Energien, heißt es, du bist entschlossen. Ja, du bist bereit, du bist voller Tatendrang, um rationale, mentale Dinge aus deinem Leben zu katapultieren. Du bist bereit, ja, auf Vollgas zu gehen und Negativitäten aus deinem Leben zu lassen, negative Menschen, und du bist bereit, auch Verwünschungen, Verfluchungen, toxische Menschen, toxische Energien, Situationen aus deinem Leben rauszupfeifen mit fremder Hilfe oder mit eigener Hilfe. Hier geht es darum, es ist sehr wichtig, ja, dass du in der nächsten Zeit zwar dich durchsetzt, zwar auch deine Wut, deinen Zorn, alles rauslässt, aber nicht vergessen, ja, nur eine Königin, nur ein König, nur ein Meister, eine Meisterin kommt dann wieder in den Flow. Vergiss nicht deine großherzige, liebevolle Seite, deine gütige Seite, weil das wird unglaublich wichtig sein. Jungfrau, es geht um die Liebe für einige und gute Nachrichten, Mutter, Vater, Kind. Ja, komm in einen geilen Flow. Bist du dabei, eine Partnerschaft einzugehen, und du hast eine Partnerschaft und möchtest ein Kind bekommen? Hier geht es auch um Familiengründungen. Aber die gute Nachricht ist, wir sehen den Entwicklungsprozess von Jungfrau mit einem Lächeln, ja, mit einer wundervollen Energie, aber auch mit dem Schmerz, den Jungfrau, mit der Unsicherheit, den Jungfrau, mit der Schwere, die Jungfrau mit sich schleppen kann, also mit sich rumtragen kann. Du durchtrennst alle Spüren, die dich blockieren. Du gibst den Gefühlen eine Chance, du gibst der Vernunft eine Chance, du gibst dem Leben eine Chance und dir selber. Du bist in der nächsten Zeit auf einem Podium, wo ein Mischmasch der Gefühle sein könnte, aber eine gute Kooperation, eine gute Verbindung, ein gutes Miteinander mit dir oder mit anderen Menschen. Und du bist wirklich in einer so geilen, intelligenten Position, wo du Machtkämpfe, Konflikte, Rivalitäten, alles Toxische rauskatapultieren kann. Und das Schöne ist, die Wege öffnen sich wieder für dich, damit du in einer schönen Partnerschaft bist, dass du in einem gesunden, reinigungsemotionalen Prozess bist für die Liebe, aber auch für die Finanzen und für alles andere drumherum. Raus aus Depressionen, eine Leere, eine gewisse Nostalgie, die Jungfrau vielleicht spüren könnte, bitte verzeiht, wird sich lösen. Jungfrau, glaub es mir, du hast alle Türen offen, Wege ab, was für dich das Beste ist, die Wut rauszulassen oder ins Verzeihen zu gehen. Ja, den Menschen zu sagen, wie schön du ihn findest oder wie geil du ihn findest, oder zu ruhig zu bleiben. Du entscheidest, was du möchtest in der nächsten Zeit. Aber Jungfrau, glaub es mir, du wirst wirklich ad hoc reagieren, und damit kommt auch eine Befreiung auf emotionaler, physischen, psychischen Ebene. Aber mental heißt es, setz dich durch, beschütze deine Familie, beschütze dein Leben, beschütze dich mit einem Lächeln und katapultiere alles raus, was toxisch ist. Okay? Brauchst du Hilfe mit einer Notfall-Expresslegung am gleichen Tag, mit einer privaten Legung, mit einer zielorientierten Therapie, mit einer Reinigung, mit einer Wegöffnung, ja, mit Ritualen, mit Befreiung von Fremdenergien, mit Befreiung von Verwünschungen und Verfluchungen, weil dein Leben echt grottenschief läuft die letzten Jahre schon? Schreib mich an, ich helfe dir gerne aufgrund meiner schamanischen Vibration und auch meiner Zigeunerherkunft. Ja, mache ich sehr viele Rituale jetzt im Jahre 2024, was ich schon jahrelang mache. Aber 2024 wird für viele Menschen unabdinglich sein, ihre Energien wieder zu equilibrieren. Und Jungfrau, wenn du dich entscheidest, das zu machen, was für dich das Richtige ist, bei dir steht ein Neubeginn an. Und Neubeginn heißt eine Sortierung von unserem System und eine Wegöffnung für ein wunderschönes neues Sein von dir selber. Wow! Jungfrau, von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye!